bin Rüegg Scheibler, ich bin Pfarrer in der Kirchgemeinde Basel-West und vor allem zuständig für Kinder, Jugendliche, Unterricht, Familie. Also ein Gottesdienst und ein Lärm oben sind natürlich beides eigentlich einmal Performances, also man, in einer gewissen Stunde macht man genau das und das, was man erwartet vorher abgemacht ist. Und Pfarrerinnen und Pfarrer sind natürlich gewohnt, so Performances, Gottesdienste oder eben auch so vorne zu stehen, etwas zu machen. Von dem her sieht sicher eine Gemeinsamkeit der Umgang mit Text, selbstverständlich, mit Themen, die existenziell sind, die persönlich sind, die politisch sind, religiös sind. Das ist etwas anderes wie in der Predigt, wo man sich mit einem Text auseinandersetzt und ihn versucht, für die heutige Zeit persönlich zu leben. Es ist eigentlich wie so eine existenzielle Brücke in der Predigt vom Text zu heute. Und ich denke, das ist in so einem Poetry Slam auch der Fall. Ich denke, ganz wichtig in einer Predigt, in einem Gottesdienst ist für mich, dass man als Prediger, Predigerin persönlich irgendwo vorkommt, spürbar ist. Das heisst nicht, dass ich hier irgendeine Ich-Inszenierung mache und nur von mir rede, aber dass die Hörerin und der Hörer merkt, der ist mit dem, was er sagt, da. Und ich glaube, das ist für mich genau das in einem Slam-Text auch. Also wenn einer oder eine vorne steht und slammt und man hat das Gefühl, das ist nicht da mit sich oder er sich und nicht vor drin. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgegriffen, aber man spürt die Person als Person nicht drin. Dann wird es schwierig. Und ich glaube, das muss auch in einem Gottesdienst der Fall sein. Man muss irgendwie merken, er, sie ist da.